Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7, zweite Lesung, Gesetzentwurf der Freien Demokraten, Drucksache 19/5702 zu 19/4201 aus der 20. Legislaturperiode. Berichterstatter ist Herr Kollege Pürsün, und Sie haben das Wort. Ich darf die Beschlussempfehlung vortragen. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen gegen SPD, AfD, Freie Demokraten und DIE LINKE. Vielen Dank. Damit komme ich jetzt zur Diskussion. Und der Erste, der bei mir auf... Nee, die FDP hat sich bisher nicht gemeldet, sondern es ist eigentlich der Kollege Schaus als Nächster schon dran. Aber er darf sich in aller Ruhe zunächst sammeln. Nur die Ruhe, Herr Schaus. Nehmen Sie die richtige Rede mit, sonst... Also nehmen wir erst jemand anders. Kollege Decker. Herr Decker ist sprachfähig, auch wenn das einer seiner letzten Auftritte vor dem Plenum ist. Also dann einigt euch bitte unter... Nee, das machen wir jetzt noch nicht. Also kommt der Herr Schaus dran. Genau, du hast dich schon hingesetzt. Alles gut. Herr Schaus, ach, alles gut. Entschuldigung, das war jetzt, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich war jetzt sehr überrascht, sozusagen, dass ich gleich dran komme. Aber gerne will ich dazu Stellung nehmen. Ja, bei dem jetzigen Gesetzentwurf der Freien Demokraten, meine Damen und Herren, kam mir erneut der Titel des Films Und ewig grüßt das Murmeltier in den Sinn. Ja, genau, denn zu diesem Thema haben wir allein in den vorliegenden Legislaturperiode, Herr Dr. Naas, in den Jahren 2014, 2016, 2018 sowie in dieser Legislaturperiode am 2.4.2019 und im Dezember 2020 zumeist auf Initiative der FDP hier im Landtag diskutiert. Und weil das so ist und wieder einmal das freidemokratische Murmeltier grüßt, möchte ich heute einiges aus dem großen Fundus meiner vorangegangenen Reden erneut vortragen. Liebe FDP-Abgeordnete, der Sonntag ist kein Tag wie jeder andere. Das Grundgesetz erklärt deshalb ausdrücklich, der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung für gesetzlich geschützt. So steht es in Artikel 140 des Grundgesetzes. Der freie Sonntag feierte übrigens in diesem Jahr, nämlich am 3. März, 1700-jähriges Jubiläum. Denn genau an diesem Tag, im Jahre 321, erklärte Kaiser Konstantin per Edikt den Sonntag zum Feiertag. Er bezog sich dabei ausdrücklich auf die 10 Gebote der Bibel, in denen ein wöchentlich... Ja, in denen, jetzt wird's schwierig für euch, gell? In denen ein wöchentlich arbeitsfreier Feiertag bereits für alle festgeschrieben ist. Übrigens im zweiten Buch Mose, Zeile 20 nachzulesen. Für Wirtschaft und Industrie werden mittlerweile immer mehr Ausnahmegenehmigungen erteilt. Längst wird nicht mehr nur in Krankenhäusern, in Altenheimen und bei der Polizei und der Bahn, an Tankstellen und in der Gastronomie auch sonntags gearbeitet. Immer häufiger wird gefordert, dass die Menschen auch am Sonntag die Möglichkeit haben sollen, einzukaufen. Aber ich sage Ihnen, ohne richtigen Sonntag gibt es bald nur Werktage, und das wollen wir nicht. Bereits im Jahre 2018, also noch vor Corona, hatte die aus Gewerkschaften und Kirchen bestehende Allianz für den Freien Sonntag im Landtag eine Pressekonferenz durchgeführt, um über den Stand der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes vom 1.12.2009, über die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 11.11.2015 und über die zahlreichen Landesverwaltungsgerichtsentscheidungen zu informieren. Seit diesen höchstrichterlichen Entscheidungen gewinnt die Allianz für den Freien Sonntag
sämtliche Verfahren vor den Landesverwaltungsgerichten in zahlreichen Bundesländern gegen die Allgemeinverfügung der Städte zu den Sonntagsöffnungen. Rechtssicherheit besteht also, und die ist so klar wie Kloßbrühe, wie meine Mutter sagen pflegte. Sie besteht so eindeutig wie selten in einer Rechtsfrage. Und dennoch strebt die mit zahlreichen Juristinnen und Juristen so gesegnete FDP-Fraktion immer und immer wieder darauf hin, dieses Recht aushebeln zu wollen. Ich habe das nachfolgende Zitat aus der Erklärung der Allianz für den Freien Sonntag zum vorliegenden Gesetzentwurf der FDP bereits bei der ersten Lesung vorgetragen. Vielleicht hilft es ja heute. Ich will die Hoffnung auf Einsicht in bestehendes Recht auch bei der FDP noch nicht ganz aufgeben. Ich zitiere: Eine Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man sie wälzt, desto größer wird er. So wusste schon Martin Luther, ohne dass er sich schon damals mit penetrant übereifrigen Liberalen auseinandersetzen musste, erklärte Bernhard Schiedrick, Fachbereichsleiter Handel der Verdi in Hessen. Zitat Ende. Die FDP startete im Dezember 2020 unter der verschleiernden Behauptung, es ginge hier um Pandemiebekämpfung, abermals einen Versuch, den verfassungsrechtlich geschützten Sonntag zu unterlaufen. Ihr sonntagsöffnungspolitischer Sprecher, Herr Dr. Naas, ist sich trotz der eindeutigen Rechtslage nicht zu schade, uns aus rein ideologischen Gründen nun schon wieder mit diesem Thema zu belästigen. Ich sehe es nämlich nach den unzähligen Diskussionen, die wir hier zum Sonntagsschutz schon geführt haben, als Belästigung an, wenn die FDP wieder und wieder wie ein störrisches Kind, das die Verfassungslage und die dazu ergangenen vielen Gerichtsentscheidungen einfach nicht zur Kenntnis nehmen will. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch der FDP die Gerichtsentscheidung des Oberverwaltungsgerichtes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 24.11.2020, das in einem Eilverfahren gegen die Genehmigung von 5 verkaufsoffenen Sonntagen an den Adventssonntagen und am 3. Januar 2021 in der Corona-Schutzverordnung von Nordrhein-Westfalen entschieden hatte, bekannt war, als sie im Dezember, nur 2 Wochen nach diesem Urteil, diesen Gesetzentwurf hier einbrachte. Das Gericht folgte auch in diesem Fall der Argumentation der Gewerkschaft Verdi, nämlich, dass verkaufsoffene Sonntag keinen Beitrag zum Infektionsschutz leisten und nicht zur Entzerrung von Kundenströmen beitragen. Mit der Corona-Pandemie lassen sich verkaufsoffene Sonntage also nicht rechtssicher begründen. Aber genau dies wollen sie dennoch in Hessen umsetzen. Deshalb, auch durch ständige Wiederholung wird die Behauptung nicht richtiger, dass Sonntagsöffnungen zu einer Entzerrung der Kundenströme beitragen. Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Sonderöffnungen, die zudem oft von besonderen Angeboten begleitet werden, wirken als Anreiz für Menschen, gerade an diesem Tag in die Geschäfte zu eilen. Dieser Ansicht war auch das Oberverwaltungsgericht Münster, das die Genehmigung von Sonntagsöffnungen in der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen gekippt hat, weil eine präventive Wirkung geöffneter Geschäfte nicht erkennbar sei. Wir sind weiterhin den Beschäftigten im Einzelhandel sehr dankbar, dass sie unter den schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie unsere Versorgung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Lebens sichergestellt haben. Ihnen gebührt unsere Anerkennung. Und ich hoffe sehr, dass sich dies auch im Ergebnis des gerade laufenden Tarifverhandlungen im Einzel- und Versandhandel niederschlägt. Über 80% dieser Beschäftigten sind übrigens Frauen, auf denen die Hauptlast langer Öffnungszeiten liegt. Zumindest sind sie nicht mehr in Vollzeit, sondern oftmals unfreiwillig in Teilzeit mit ständig weiter verringerndem Arbeitsvolumen tätig. Die von Ihnen wie selbstverständlich geforderte Höchstmaß an Flexibilität widerspricht den Ihnen gleichzeitig immer noch geschlechterspezifisch zugewiesenen Rolle für eine verantwortungsvolle Betreuung Ihrer Kinder. Ist das Geschäft beispielsweise von 7 bis 22 Uhr geöffnet, bedingt dies in der Frühschicht nicht selten einen Arbeitsbeginn schon von 5 oder 6 Uhr morgens und in der Spätschicht
am Arbeitsende erst nach 22.30 Uhr oder 23 Uhr. Zu diesen frühen oder späten Zeiten finden sich aber keine Kindertagesstätte für die Betreuung der Kinder. Deshalb wollen wir auch weiterhin, dass die Ladenöffnungszeiten auf Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr und an Samstagen von 7 bis 16 Uhr verkürzt werden. Ein Blick nach Bayern genügt, um festzustellen, dass solche Öffnungszeiten möglich sind und selbst in der Pandemie nicht zu Versorgungsproblemen führten. Sehr geehrte FDP-Abgeordnete, ich sage es Ihnen gerne noch einmal. Wenn Sie bei der Durchführung von verkaufsoffenen Sonntagen eine Änderung herbeiführen wollen, dann müssen Sie erst einmal das Grundgesetz ändern. Eine landesgesetzliche Regelung, so wie Sie das wollen, kann diesen klaren Vorgaben jedoch nicht umgehen. Ein Gesetz, das aus einem Anlassbezug für Sonntagsöffnung generell verzichtet, wäre eindeutig verfassungswidrig und würde vom Bundesverfassungsgericht wieder einkassiert. Also hören Sie bitte endlich auf, uns wieder und wieder mit diesem Thema zu belästigen. Wir stehen als Linke weiterhin hinter den Forderungen der Allianz für den Freien Sonntag. Eine Änderung bei Sonntagsöffnung halten wir weder in der Corona-Pandemie noch in normalen Zeiten für notwendig oder angebracht. Vielen Dank. Das war eine Punktlandung. Als nächstes ist nunmehr Kollege Decker heran für die Fraktion der SPD. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist in der Tat so, dass wir das Thema beinahe jährlich auf der Agenda haben. Und ja, und Sie sehen an mir, man kann damit sogar alt werden. Das geht auch, Herr Kollege Naas. Und vielen Dank, Herr Vizepräsident, für die Blumen. Und wir haben auch diesen Gesetzentwurf ja schon sehr ausführlich debattiert, hier im Plenum, aber auch im Ausschuss. Herzlichen Dank. Und deshalb will ich an der Stelle auch gar nicht weiter ausholen. Und ich will jetzt auch gar nicht der FDP unterstellen, dass sie jetzt Böses wollen im Windschatten der Pandemie. Ich nehme Ihnen bis zu einem gewissen Punkt in der Tat ab, dass Sie sich Sorgen um den Einzelhandel machen. Um die Entwicklung in der Innenstadt, ja, das ist in Ordnung. Da habe ich auch kein Problem mit, das Ihnen zu konzidieren, weil wir uns nämlich gleichermaßen Sorgen über die Entwicklung im Handel und in den Innenstädten machen. Und sparen sich doch die Konditionen, kommen Sie anschließend nach vorne. Das ist auch viel einfacher. Und natürlich wissen wir auch, dass der Einzelhandel zunehmend zu leiden hat unter dem Onlinehandel. Auch das macht uns große Sorge an der Stelle. Aber gleichwohl lehnen wir es ab, das wird jetzt niemanden im Hause überraschen, jetzt im Windschatten von Corona hier die einschlägige gesetzliche Regelung auszuhöhlen. Das machen wir als SPD nicht mit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will das auch mit wenigen Sätzen begründen, warum wir das nicht mitmachen, weil es aus unserer Sicht einfach kein probates Mittel ist. Ich erinnere auch noch einmal, das haben wir ja schon mal debattiert, auch an dieser Stelle, in dem Zusammenhang, wir haben ja mal den Anlassbezug während des ersten Lockdowns, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kurzfristig ausgesetzt, Herr Minister. So war es. Ja. Und irgendwann haben wir das wieder zurückgenommen, weil es nichts gebracht hat. Wir mussten einfach feststellen, dass es nichts gebracht hat. Und in erster Linie war sicherlich maßgeblich dafür auch verantwortlich, dass es nichts gebracht hat, dass die Menschen einfach Angst hatten, in die Innenstädte zu gehen. Selbstvorsicht, würde ich mal sagen, vor Ansteckung. Zum einen und zum anderen machen wir uns nichts vor. Auch die Kaufkraft hat ein wenig gelitten bei denen, die ansonsten möglicherweise mehr konsumieren würden als sonst. Und das sind sicherlich auch die Gründe gewesen, warum das nichts gebracht hat an der Stelle. Wir sind aber übrigens auch felsenfest überzeugt, und da teilen wir Ihre rechtliche Auffassung keinesfalls, dass der Sonderschutz so felsenfest steht, dass das Bundesverfassungsgericht und jedes Gericht, wenn wir das so machen würden, wie Sie das jetzt vorschlagen, uns das binnen Kürze kassieren würde. Da bin ich mir, sind wir uns sehr sicher, auch als SPD-Fraktion, meine Damen und Herren. Ich will jetzt mal das Pferd von der anderen Seite aufzäumen, weil wir ja eine Entwicklung nehmen in der Pandemie, die uns zumindest berechtigt, das Ende
das Licht am Ende des Tunnels aufzeigt. Und wenn man sich die Inzidenzen anguckt, die in Kassel leider noch relativ hoch sind, was wir bedauern, aber das ist eine großstädtische Lage, aber in vielen Kreisen wir inzwischen ja zu Inzidenzen kommen, wo Ladenöffnungen, Click and Meet, aber auch schon weitergehende Schritte möglich sind und möglicherweise auch mehr Kreise demnächst das auch so machen können, wenn die Inzidenzen weiter runtergehen, was wir uns alle gemeinsam wünschen. Das ist sicherlich ein bisschen das Prinzip Glauben, Hoffen. Aber ich glaube, es gibt berechtigten Anlass, dass wir in diese Richtung marschieren, und das ist dann schon viel wert. Und ich glaube, das hilft dem Einzelhandel mehr, als Sonntagsöffnungen zu machen. Und im Übrigen ist es so, dass wir sagen, natürlich muss dem Einzelhandel geholfen werden, aber das werden wir nicht durch Sonntagsöffnungen erreichen. Ich glaube, wir müssen weiter Hilfspakete schnüren. Wir haben ja ein Anführungszeichen Sondervermögen geschaffen. Und wenn der Einzelhandel weiter leidet, und das wird er tun in bestimmten Branchen, dann müssen wir ihn mit entsprechenden Hilfspaketen unter die Arme greifen. Das ist der eine Punkt. Und da haben wir übrigens meine Fraktion schon lange für geworben. In Teilen ist es gemacht worden, aber wir müssen da noch nachhaken an der Stelle. Der zweite Punkt ist, wir müssen Innenstädte attraktiver machen. Es gibt sehr attraktive Innenstädte, es gibt aber Innenstädte, da mangelt es daran. Und da brauchen wir natürlich auch Landeshilfe, weil oftmals korrespondiert das auch mit einer schlechten Finanzlage der Kommunen, wo es nicht möglich ist. Und deswegen brauchen wir an der Stelle auch von dort die Landesunterstützung. Und wir müssen dem Handeln, dem örtlich angesiedelten Einzelhandel dabei helfen, selbst sein Online-Geschäft auszubauen, was hier einige inzwischen auch tun. Und das ist auch gut so. Aber ich will zum Schluss kommen, Herr Präsident. Unterm Strich bleibt für uns festzuhalten, wir werden nicht im Windschatten der Pandemie die Büchse der Pandora öffnen und sind deswegen gegen den Gesetzentwurf. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Kollege Deckert. Nächste Wortmeldung. Nächste Wortmeldung von Kollegen Lichert von der AfD. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, meine Damen und Herren! Ja, richtig, es ist mal wieder soweit. Wir widmen uns dem Ever Yellow der Freien Demokraten, den Sonntagsöffnungen. Ja klar, diesmal geht es nur um eine befristete Flexibilisierung der Sonntagsöffnung in der Corona-Pandemie. Vielen Dank. Aber wenn man die parlamentarischen Initiativen der FDP aus den vergangenen Jahren Revue passieren lässt, so ist man doch ein wenig verlockt, hier alten Wein in neuen Schläuchen zu sehen, nur eben mit dem Corona-Etikett versehen. Lass nie eine Krise ungenutzt verstreichen, könnte da das Motto sein. Und das machen ja andere Parteien und Fraktionen auch, auch in diesem Hause. Die politische Trittbrettfahrerei und Instrumentalisierung der Corona-Krise ist ja mit Händen zu greifen. Und deswegen haben wir das auch hier im Landtag und an anderer Stelle thematisiert und kritisiert. Und das Ganze gipfelt ja sogar darin, dass etliche Politiker tatsächlich es wagen, von den großen Chancen der Corona-Krise zu fabulieren. Was für ein Zynismus, was für ein Schlag ins Gesicht all der Leidtragenden, sowohl an der Krankheit als auch an den Anti-Corona-Maßnahmen. Verehrte Kollegen, ebenso verlockend ist es allerdings, auch die ewig gleichen Gegenargumente aufzukochen. Und genau einige Kostproben diesen Kalibers haben wir ja gerade bereits aufgetischt bekommen. Auch etliche der Anzuhörenden haben das getan. Auch das ist natürlich legitim. Nur leider ist es in der aktuellen Situation alles andere als sachgerecht. Und natürlich sehen wir ja auch wieder, dass die Gegner der Sonntagsöffnungen den Joker setzen, denn weitergehende Sonntagsöffnungen seien verfassungswidrig. Wir haben es gerade schon gehört. Von anderen Technikalitäten wie dem öffentlichen Interesse, dem Anlassereignis usw. da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Natürlich dürfen juristische und insbesondere verfassungsrechtliche Bedenken nicht marginalisiert und leichtfertig vom Tisch gewischt werden. Aber, sehr verehrte Kollegen, wir befinden uns doch angeblich in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Grundgesetzlich garantierte Freiheiten und Bürgerrechte werden an willkürliche Zahlenwerte von zweifelhaftem Aussagewert geknüpft
und de facto nach Gutdünken der Regierung rationiert. Das sind die Zutaten einer handfesten Verfassungskrise und ganz sicher nicht die befristete Ausweitung der Sonntagsschicht. Lassen Sie uns nun einmal aber einen Blick auf die Betroffenen richten. Meine Damen und Herren, ich muss hier, glaube ich, nicht wiederholen, wie es gerade um den stationären Einzelhandel steht. Wer immer noch nicht begriffen hat, wie dramatisch die Lage ist, dem ist sowieso mit Fakten nicht beizukommen. Und in dieser dramatischen Lage muss die Politik, und das heißt in diesem Fall der Gesetzgeber, also Sie oder besser wir hier im Hohen Haus, nicht nur das Mögliche tun, sondern auch neue Möglichkeiten schaffen. Und genau dazu zählen wir diese befristete Flexibilisierung der Sonntagsöffnung. Betrachten wir nun die Ergebnisse der Anhörung. Wir finden natürlich wenig überraschend ein relativ vorhersehbares Spektrum an Positionen. Kirchen und Gewerkschaften sind dagegen, Einzelhändler und Unternehmerverbände sind dafür. Und, das fanden wir jetzt durchaus interessant, die kommunalen Verbände haben keine einheitliche Position. Der Hessische Städte- und Gemeindebund ist dagegen, der Hessische Landkreistag ist wiederum dafür, der Hessische Städtetag befürchtet zwei weitere Sonntagsöffnungen ohne Feiertage und Adventssonntage, nimmt also eine gewissermaßen Mittelposition ein. Welche Schlüsse können wir daraus ziehen? Wir sehen hier eine relativ nachvollziehbare Situation. Erstens. Natürlich sind Sonntagsöffnungen alleine nicht seligmachend. Der stationäre Einzelhandel wird allein dadurch nicht gerettet werden. Aber es kann ein Beitrag sein. Zweitens. In einigen Kommunen ist dieses Instrument natürlich sinnvoller als in anderen. Wer will, soll können, aber natürlich nicht müssen. Und drittens. Versuch macht klug. Wir können mit dieser befristeten Flexibilisierung Erfahrungswerte gewinnen. Und wir werden dadurch natürlich schlauer werden und jedwede anschließende Diskussion über generelle Sonntagsöffnung auf ganz anderem Niveau führen. Und hier möchte ich auch ganz klar sagen, die AfD befürwortet nicht generelle Ausweitung der Sonntagsöffnung. Meine Damen und Herren, wir sehen hier also ein Geflecht unterschiedlicher Interessen mit einer Vielzahl von Argumenten. Aber wir als AfD-Fraktion, wir haben großes Vertrauen in die Justiz, genau diese Komplexität anzuerkennen und auch abzuwägen. Und wir glauben daher, dass dieser Gesetzentwurf nicht von vornherein zum juristischen Scheitern verurteilt ist. Weiterhin haben wir natürlich großes Vertrauen auch in die kommunalpolitischen Gremien vor Ort. Denn nur die können eine angemessene Bewertung der Sinnhaftigkeit von Sonntagsöffnungen unter den konkreten Bedingungen vor Ort überhaupt vornehmen. Und wir sind sicher, dass sie verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen werden. Und zum Schluss müssen wir natürlich auch noch einmal auf das Spannungsfeld zwischen Einzelhändlern und ihren Mitarbeitern eingehen. Der Handel, den gibt es natürlich gar nicht. Ja, er ist keineswegs homogen, und es gibt eben nicht nur den Gegensatz zwischen Online- und stationärem Handel, sondern es gibt natürlich auch das einzelne Fachgeschäft und regionale und überregionale Filialisten. Und für diese Filialisten sind die zusätzlichen Belastungen durch Sonntagsöffnung für die Mitarbeiter natürlich sehr viel leichter auszubalancieren und abzufangen. Auch das muss man natürlich berücksichtigen. Aber auch hier haben wir Vertrauen in die Entscheidungsträger, in die Unternehmer und ihre Mitarbeiter selbst. Und in Verbindung mit der bereits genannten verantwortungsbewussten Kommunalpolitik machen wir uns hier relativ wenig Sorgen, dass das Überhand nimmt. Und es geht uns darum, das Instrumentarium für diese verantwortungsbewussten Entscheidungsträger zu erweitern. Darum geht es, und das tut auch dringend Not. Denn die Regierungen, jetzt ist die Regierungsbank ja leider relativ leer, die Regierungen haben sich am Einzelhandel geradezu versündigt. Obwohl das Robert-Koch-Institut, also das Ministerium für Wahrheit in Sachen Corona, festgestellt hat, dass das Risiko im Einzelhandel niedrig ist, haben die Regierungen und die sie tragenden Fraktionen immer noch an den unverhältnismäßigen, sinn- und wirkungslosen Schließungen bestimmter Geschäfte festgehalten. Die Politik ist daher in der Bringschuld. Und wer jetzt sagt, das geht nicht, der meint eigentlich, ich will nicht. Und wir glauben, die Einzelhändler und ihre Mitarbeiter, die haben deutlich mehr verdient.
Gerade in Krisenzeiten braucht es mutige Gestalter und nicht nur Verwalter eines Status quo ante, der vielleicht nie mehr wiederkommt. Daher tragen wir diesen Gesetzentwurf mit. Danke sehr. Vielen Dank. Herr Hoffmann kann sich schon einmal auf die Reise aus dem Main-Kinzig-Kreis über Frankfurt nach Wiesbaden machen. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Heute ist die zweite Lesung eines Gesetzentwurfs der Freien Demokraten, von dem wir alle wissen, dass dieser Gesetzentwurf rechtlich gar nicht umsetzbar ist. Ich spare mir jetzt die Auflistung aller Gerichtsbescheide, auch höchstrichterliche, die sich negativ mit Sonntagsöffnungen auseinandergesetzt haben. Dass Sie jedes Mal, wenn Sie einen solchen Antrag oder Gesetzentwurf zu Sonntagsöffnungen ins Plenum einbringen, den Einzelherren Handelsunternehmen, meistens kleine und mittlere Unternehmen, Hoffnung machen, die gar nicht erfüllt werden können, das werfe ich Ihnen persönlich vor. In zwei Ausschüssen, also im SIA und im WVA, wurde der Gesetzentwurf negativ beschieden und zusätzlich durch Anhörungen betroffener Institutionen begleitet. Mehr Aufmerksamkeit für einen Gesetzentwurf, der nicht umsetzbar, weil verfassungswidrig ist, geht gar nicht. Zusammenfassend kann man sagen, den stationären Einzelhandel geht es tatsächlich nicht gut. Da sind wir uns sicherlich einig. Leere Schaufenster in den Innenstädten sprechen nun mal Bände. Gerade die kleinen und mittleren Unternehmen sind dabei besonders betroffen. Hier rede ich z.B. von textilen Händlern und Händlerinnen, die mit ihrem modischen Warenangebot den sogenannten verderblichen Ware, also Mode, in der Regel vorfinanziert ist und die mit hohen Abschlägen jetzt nun besonders leiden. Aber auch dramatische wirtschaftliche Entwicklungen bei Kaufhausunternehmen mit ihrer Sogwirkung auf kleine andere Unternehmen innerhalb einer Stadt oder eines Quartiers sind äußerst bedenklich. Allerdings, das muss man auch sagen, andere Unternehmensbereiche im stationären Einzelhandel, und das darf man auch nicht verschweigen, haben deutliche Umsatzzuwächse generieren können. Also ich rede z.B. von Rewe Penny oder Tegu zum Beispiel, jeweils prozentual mit zweistelligen Umsatzzuwächsen. Aldi und Lidl haben sehr gute und durchweg positive Jahresumsätze in 2020 erreicht. Aber eben die kleinen und mittleren Unternehmen nicht, Herr Dr. Naas. Das heißt, schon in dem Teil Ihrer Problemerkennung in Ihrem Gesetzentwurf wird nicht differenziert genug argumentiert, um die Komplexität des stationären Einzelhandels zu erfassen. Das Problem ist eben nicht alleine der Coronavirus. Dieser ist nur ein Verstärker von vorhandenen Problemen des stationären Einzelhandels. Und was sind das für Probleme für weitere? Nun, da wären z.B. der Onlinehandel zu nennen, und dieses Rad zurückzudrehen, das wird äußerst schwer bis unmöglich. Das Einkaufsverhalten der Kundinnen und Kunden hat sich zugunsten des Onlinehandels weiterentwickelt. Aber hier helfen z.B. Angebote für hybride Geschäftsformen. Unter anderem sind da die App regional aus Hungen zu nennen. Motto ist dort online suchen, regional kaufen. Es gibt den Leitfaden der HIAK mit Best-Practice-Beispielen. Die Initiative Zukunftshandel des Handelsverbands Hessen, gerade für kleine und Kleinstbetriebe, die einfach keine Zeit haben, sich mit digitalen Standbeinen zu beschäftigen. Quickstart Online ist ein kostenfreies Wissensportal rund um E-Commerce des Deutschen Handelsverbandes. Zugegeben, das sind alles jetzt Lösungsansätze, die Unternehmen zukunftssicher machen. Entschuldigung. Das Problem ist aber eben auch vielschichtig. Sonntagsöffnungen werden dem Strukturwandel im stationären Einzelhandel mit Sicherheit nicht helfen können. Ein Problem der Verödung der Innenstädte ist,
unter anderem auch regional hausgemacht, kam schon zur Sprache. Manche Innenstädte sind zu wenig attraktiv, bieten zu wenig Aufenthaltsqualität, sind zu sehr autofixiert und machen es den Menschen schwer, sich für eine Shoppingtour zu entscheiden. Hier muss man ansetzen, und Hessen hilft diesbezüglich in Form einer Vielzahl von entsprechenden Förderprogrammen. Da liste ich gleich mal eine Liste auf. Lebendige Zentren, sozialer Zusammenhalt, Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Investitionspakt soziale Integration im Quartier, Investitionspakt Sportstätten, Bündnis für die Innenstadt, hier wird gerade der neue Hessenplan entwickelt, Landesinitiative Baukultur in Hessen und nicht zuletzt Inge kennen wir alle. Hinzu kommen Wettbewerbe wie Ab in die Mitte, aktuelles Thema ist, für Momente, die zählen. Doch, es gibt noch das grüne Glück vor der Tür. Aber das gab es jetzt nur letztes Jahr. Genau. Also, der Verödung der Innenstädte kann man entgegenwirken, indem man die Innenstädte für Menschen attraktiv macht. Also mehr Grün, also nicht nur politisch, sondern auch mehr Wege und Plätze für Menschen schaffen. Die Aufenthaltsqualität für Besucherinnen und Einheimische muss verbessert werden. Besseren ÖPNV mit optimierten Haltestellen und eben auch einen gesunden Mix aus Wohnen, Handel, Gastronomie, Kultur und Soziokultur. Und wenn Sie sich den § 3 des HLÖG mal genauer anschauen, mehr rechtssicher öffnen, also Tag und Nacht, geht gar nicht. Es ist nicht der siebte Tag der Woche, der dem Einzelhandel fehlt. Es sind die 6 Tage zuvor, die Probleme machen. Mit der Novellierung des HLÖG 2019 haben wir eine höchstmögliche rechtssichere Regelung gefunden, die sicherlich nicht allen Beteiligten gefällt, aber die vor Klagewellen schützen kann. Und überhaupt das beste Konjunkturprogramm für den Einzelhandel ist eine pandemiesichere Öffnung der Läden mit Impfungen und Teststrategie, wie der zweistufige Plan aktuell vorsieht. Und die allerbeste Strategie für die Überwindung der Pandemie aber ist, solange die Impfstrategie noch nicht die richtigen Zeichen setzt, sprich die Inzidenzwerte noch zu hoch sind, sind Menschenansammlungen, wie sie bei Einkaufsevents an Sonntagen üblich sind, einfach nicht sinnvoll. Und lassen Sie mich mit meiner 30-jährigen Erfahrung im stationären Einzelhandel und damit auch mit unzähligen Sonntagsöffnungen schließen. Umsätze, die am verkaufsoffenen Sonntag übrigens mit hohem Risiko, weil wetterabhängig und mit höherem Personal- und Marketingkosten behaftet, getätigt werden, die fehlen spätestens am Montagabend in der Kasse des Einzelhändlers. Das kann Ihnen jeder, der im Einzelhandel arbeitet, absolut bestätigen. Geld kann man eben nur einmal ausgeben. Pädagogisch gesagt würde ich zu Ihrem Gesetzentwurf sagen, wieder einmal das Thema verfehlt. Sie bieten mit Ihrem Gesetzentwurf keine Lösung an, sondern doktern an Symptomen herum. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Freien Demokraten, für eine wirtschaftsliberale Partei ist mir das deutlich zu wenig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hoffmann.